Ich will noch mehr über mich selbst lernen, ich will eine bessere Führungskraft werden und ich möchte direkt anwendbare Tools kennenlernen. Wenn eine dieser Aussagen auf dich zutrifft, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, denn heute geht es ums Thema Self-Leadership und was das genau ist, das zeige ich dir jetzt. Self-Leadership definiert sich als Selbstbeeinflussungsprozess, der halt dir dazu dient, deine Gefühle besser zu verstehen, dich selber besser zu verstehen, um letztendlich mehr Zufriedenheit und mehr Performance in deinen Arbeitsalltag, aber auch in deinen normalen Alltag zu bringen. Denn letztendlich sind das die Haupt-KPIs, an denen du dich natürlich auch im Arbeitsalltag messen kannst. Happiness und Performance. Ich bin Adrian von der TAM Academy und was wir bei der TAM genau machen, wir befähigen und wir begeistern Menschen. Und zwar Business-Trainer und Business-Trainerinnen, New Work Facilitator und Führungskräfte. Und was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass egal, ob du ein Projekt leitest, ein Team leitest, einen gesamten Change-Prozess leitest, Führung fängt immer bei dir selbst an und bei dir als Person. Und deswegen habe ich dir heute zwei Tools mitgebracht, die einerseits deine Retrospektive stärken, auf dich selber die Sicht und auf der anderen Seite deine emotionale Intelligenz. Also lass mal direkt starten, los geht's. Okay, also wir machen das mal ganz klassisch an der Flipchart. Es ist das Tool die Sailboat Exercise und tatsächlich kommt dieses Tool aus dem agilen Management, aus dem agilen Projektmanagement, wo es halt wirklich darum geht, als Team den letzten Sprint zu analysieren und in die Retrospektive zu gehen. Und das Schöne ist, dass das nicht nur für Teams gilt, sondern du als Einzelperson kannst das halt auch mit deinem letzten Monat zum Beispiel machen. Also ich mache das immer für meinen letzten Monat. Und wie das genau aussieht, kannst du hier sehen. Stell dir mal vor, du fährst auf einem langen, weiten Ozean entlang mit deinem Segelboot und du musst da irgendwo hinfahren. Und dieses Irgendwohin, das ist dein Ziel. Das ist die Insel, wo du hinfährst, wo du Bock drauf hast, was du dir einfach persönlich als Ziel für diesen Monat vorgenommen hast. Und jetzt kannst du einfach mal schauen, was hat dich diesen letzten Monat, also in der Retrospektive, was hat dir Energie gegeben? Und dafür haben wir die Winde, also was waren letzten Monat die Winde für dich? Was hat dir Energie gegeben? Welche Ereignisse haben dir halt wirklich die Kraft gegeben und dir die Zuversicht gegeben, dein Ziel zu erreichen? Und jetzt aber der Counterpart dazu, was hat dein Boot an derselben Stelle hängen lassen? Also was waren deine Anker, was hat dich zurückgehalten und warum? Und wir alle kennen es irgendwie, kurz vor dem Ziel kommt dann doch nochmal irgendwas und das sind letztendlich die Rocks bzw. das Riff auch für dein Boot, denn wenn du auf das Riff läufst, dann kommst du letztendlich beim Ziel nicht an. Und deswegen, welche Risiken warten denn im nächsten Monat auf dich? Also nochmal zusammengefasst, du fährst mit deinem Boot, letzten Monat bist du zu diesem Ziel gefahren oder hast es immer noch vor, also bewegst dich zu dem Ziel. Was hat dir Energie gegeben? Und was waren wirklich deine Winde? Was waren deine Anker? Was hat dich wirklich runtergezogen? Und was sind deine Risiken jetzt in der Zukunft, um dein Ziel zu erreichen? Und das ist eine schöne Retrospektive, die du wirklich am Ende jedes Monats auf dein Jahresziel zum Beispiel anwenden kannst und wo du halt wirklich schauen kannst, okay, wo fährt denn eigentlich mein Boot? An welcher Stelle bin ich eigentlich gerade und wie komme ich noch schneller zu meinem Ziel? Hey, warte mal, falls dir diese Inhalte gefallen, dann folge super gerne jetzt direkt unserem Channel, denn da wartet noch ganz viel anderes auf dich. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Dann könnten deine Winde zum Beispiel Trainingspartner sein, also Freunde, die dich halt mitziehen, die vielleicht schon mal einen Marathon gelaufen sind. Deine Anker könnten auch Freunde sein, die vielleicht jedes Wochenende mit dir feiern gehen wollen und du aber bei deinem Trainingsplan bleiben musst. Und die Rocks könnten vielleicht deine Fußball-Hobby-Truppe sein oder irgendein Extremsport, den du nebenbei noch ausübst und wo du dich halt verletzen könntest, was natürlich ein Riesenrisiko für den Halbmarathon wäre. Und das sind jetzt natürlich alles nur Beispiele. Du kannst natürlich deine eigenen Beispiele aufschreiben. Was ganz, ganz wichtig ist, dass du aus diesen Beispielen heraus actionable items formst. Das heißt, dass du ganz genau aufschreibst, ja, okay,
welchen Trainingsbuddy finde ich denn, welchen kann ich denn finden und wie kann ich diesen noch mehr dazu animieren, dass er mich noch mehr pusht, mehr unterstützt? Wie kann ich lernen, Nein zu sagen, wenn jetzt doch irgendwie am Wochenende was ansteht? Und wie kann ich auch hier lernen, in dem Fall auch Nein zu sagen oder dieses Risiko einfach zu minimieren? Und wenn du das genauso umsetzt, dann sehen wir uns erstens vielleicht beim nächsten Halbmarathon und zweitens schaffst du einfach mehr Kreativität in deinem Prozess auf deinem Weg zum Ziel. Also du schaffst es viel mehr zu reflektieren, okay, was sind denn eigentlich die Dinge, die mich runterziehen oder was sind meine Risiken? Auf der anderen Seite schaffst du eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation, dass du dich wirklich mit diesem Prozess auseinandersetzt und auch vor allem ganz, ganz wichtig mit deinem Ziel auseinandersetzt. Ja, wie komme ich zu meinem Ziel? Und du gehst sozusagen ins Brainstorming mit dir selber und schaust einfach, habe ich in der Vergangenheit alles richtig gemacht und wie kann ich in der Zukunft noch besser werden, um wieder an mein Ziel zu kommen. Und jetzt habe ich dir als Bonus noch ein zweites Tool mitgebracht, und zwar ein Tool, was deine emotionale Intelligenz fördern wird. Dafür brauchen wir das tatsächlich gar nicht mehr. Das Tool heißt das Gefühlsrad und dient halt deiner emotionalen Intelligenz. Intelligenz ist die analytische Fähigkeit, neuartige Probleme zu lösen, auf der einen Seite. Emotionale Intelligenz geht aber noch mal ein Stück weiter rein und geht auf wirklich die Emotion ein, also auf die Fähigkeit, Gefühle zu erkennen, zu verstehen und zu beeinflussen. Nicht nur bei dir selber, sondern auch bei anderen. Also was dir das bringt, ist letztendlich, dass deine Leistungsfähigkeit gesteigert wird, weil du mit dir selber im Reinen bist, beziehungsweise deine Gefühle, deine Gefühlszustände einfach viel besser analysieren, also erkennen, verstehen und beeinflussen kannst. Denn du kannst nichts beeinflussen, was du nicht erkennst oder verstehst. Überleg mal, wie geht's dir jetzt gerade? Und find mal dafür zwei Gefühlszustände. Gar nicht so einfach, oder? Tatsächlich ist es auch super schwer und vielen Menschen fällt es halt schwer, Gefühle erstmal zu erkennen und dann auch zu verbalisieren. Tatsächlich gibt es über 500 Gefühlszustände, die sich verbalisieren lassen, und es fallen jetzt noch nicht mal zwei ein. Und dieses Problem hat tatsächlich auch eine US-amerikanische Psychologin erkannt, Dr. Gloria Wilcox, und sie hat das Gefühlsrad geschaffen. Wie wir das tatsächlich in der TAM anwenden, ist letztendlich jeden Morgen fragen wir uns im Team, hey, wie geht's mir denn eigentlich? Und beschreiben diesen Gefühlszustand nicht nur auf einer Skala von 0 bis 10, sondern verbalisieren wirklich unseren Gefühlszustand mit zwei Gefühlen. Und dafür kannst du natürlich das Gefühlsrad extrem gut nutzen, weil du hier einfach eine sehr, sehr gute Orientierung findest. Wie ich es persönlich nutze, ist letztendlich jeden Morgen auch nochmal zu schauen, okay, wie fühle ich mich denn gerade, aufs Gefühlsrad zu schauen und zwei Gefühle einfach einzukreisen. Und was du auch noch machen kannst, ist letztendlich dieses Gefühlsrad einfach mal mitnehmen und vor jedem Gespräch, vor jedem mitarbeitenden Gespräch mal zu schauen, hey, wie geht's mir denn gerade und könnte mein jetziger Gefühlszustand den Outcome des Gesprächs verändern. Und damit du dieses Video nicht einfach screenshotten musst, habe ich dir unter dieses Video einen Link gepackt, wo du halt wirklich dieses Gefühlsrad downloaden kannst. Also klicke jetzt am besten auf den Link und lade dir direkt dein eigenes Gefühlsrad runter, damit du diese Gewohnheit auch in deinen Alltag reinbringen kannst. Was haben wir heute gelernt? Einmal, geh mit dir selber in die Retrospektive und nutze dafür am besten die Sailboat Exercise. Und auf der anderen Seite, schau mal, wie du dich gerade fühlst und nutz dafür das Gefühlsrad, um halt wirklich deine emotionale Intelligenz zu stärken. Jetzt liegt es an dir, wirklich diese zwei Dinge umzusetzen und diese zwei Tools halt wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Und wenn du noch mehr Bock hast auf solche Tools, dann schreib super gerne in die Kommentare und lass es mich wissen, denn letztendlich ist dieses Thema des Self-Leaderships ein riesiges Thema und da wird noch ganz, ganz viel kommen in Richtung Selbstbeeinflussung, in Richtung zu schauen, wie du dich im Team verhältst und wie du dich halt selber auch wirklich steuern kannst im Team. Und ich wünsche jetzt erstmal einen richtig geilen Tag. Danke für deine Aufmerksamkeit. Hau rein.